Hallöchen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hier ist die Petra. Und zwar will ich euch einen Teil meiner Challenge wieder zeigen. Eine für mich Challenge aus jedem Stempelset ATCs und Memory Dex Karten zu machen, je nachdem wie viele Motive drauf sind. Diesmal habe ich dieses Stempelset rausgesucht. Das ist, ja, da habe ich die Stanzen dazu. Genau, Marke ist eine No Name, sage ich ganz einfach. Und ja, das sind jetzt die, fangen wir mit den Memory Dex Karten an. Die habe ich einfach einen Safari, habe das Ganze auf grün diesmal gehalten. Ein brauner Hintergrund nochmal und dann ein Designerpapier. Stanzteile natürlich wie immer. Diesmal fand ich ganz witzig, die Stanzteile auch mit so einem Diarahmen versehen und einen Gartenzaun. Dann habe ich ein paar Efeublätter drauf gemacht, das Äffle und das Go Bananas Nuvo Drops. Und ja, genau. Und dann die Giraffe. Ich fand das mit dem Diarahmen ganz witzig, passt gut, finde ich. So Safari mit so Fotoshooting, bisschen dabei. Ja. It's your birthday, sending hugs. Dann hier die zwei Leutchen dazu. Und hier einmal mit dem Löwen, da habe ich dann noch so eine gelbe, ja, Kreisstanze, so Sonne, ein bisschen angetäuscht mit dem Löwen. Und hier die ATCs, auch Safari, Datum 9.9.20. Und die sind dann auch so. Da habe ich das Go Bananas zweimal drauf. Und dann mit der Giraffe. Und auch hier überall sind die Diarahmen mit dabei. Ja. Das und das. Go Wild, The Adventure Begins. Finde ich ganz witzig. Genau, das sind dann die ATCs und Memory Dex Karten von diesem Stempelset. Und jetzt mal sehen, was ich mir als nächstes raussuche. Ich denke mal, wieder ein Halloween-Set wird sein. Und es macht Spaß. Ja, vielleicht habt ihr auch mal Lust, sowas zu machen. Oder wenn ihr irgendwelche Vorschläge für mich habt, Verbesserungen, wie ihr das anders machen würdet, könnt ihr mir gern unten in die Kommentare schreiben. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.